Heute bei Auf Streife die Spezialisten. Ein Fensterputzer in Lebensgefahr. Also die Feuerwehr ist ja jetzt oben, ne, und holt sie runter. Ja, ihr müsst runterholen, jetzt! Weg da schon eine halbe Stunde! Jetzt auf Streife die Spezialisten. Ein Mann hängt bewusstlos an einer Hauswand. Einsatzleiter Sergej Kaiser und sein Team erreicht der dramatische Notruf. Notruf Feuerwehr Köln. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Daniela Keller. Bitte schicken Sie sofort Rettungskräfte zur Fußweiler Straße 81. Beeilen Sie sich bitte. Moment, Frau Keller. Was genau ist passiert? Ich wollte gerade anfangen zu arbeiten und hier hängt jemand von der Putzkolonne vor meinem Fenster und ist nicht ansprechbar. Der hängt am Seil. Oh mein Gott, ich sehe auch so eine kleine Wunde am Kopf. Ich kann jetzt gerade nicht beurteilen, wie schlimm das ist. Bitte schicken Sie sofort Rettungspersonal. Schicke ich sofort vorbei. Bleiben Sie ruhig. Die Rettungskräfte sind unterwegs. Auch das Notarztteam um Dr. Silke Konrad rückt aus, um den möglicherweise schwer verletzten Mann zu verarzten. Vor Ort müssen die Feuerwehrleute feststellen, dass dieser Einsatz ein Fall für ihre Spezialkollegen ist. Wir haben keine geeignete Stellfläche für die Drehleiter, deswegen brauchen wir Höhenretter da oben. Ja, alles klar. Macht euch fertig, wir fahren gehen hoch. Kommen wir da in das Gebäude rein? Genau, einmal ins Gebäude rein. Okay. Gut, dann gehen wir hoch und gucken uns das von oben an. Wie lange hängt der da schon? Das weiß ich noch nicht, aber das finde ich gleich raus. Ja, ist gut, okay. Ja, es hat sich folgende Situation ereignet. Eine Person zwischen dem ersten und zweiten OG hing in einem Seil, wahrscheinlich abgestürzt. Wir haben uns für eine Höhenrettung von oben entschieden, weil die Fenster verschlossen waren auf der Höhe, wo die sich die Person befand. Die Höhenretter machen sich für die komplizierte Rettung bereit. Der Grund des Absturzes ist für alle ein großes Rätsel. Deshalb befragt Dr. Silke Konrad die Zeugen. Was ist denn passiert? Hallo, ich bin der Notarzt heute. Was passiert? Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Der ist so auf Sicherheit bedacht. Das kann überhaupt nicht sein. Wer ist das denn? Wer sind Sie denn? Ja, ich bin seine Frau. Wir haben zusammen hier das Reinigungsunternehmen. Wir putzen hier die Fenster. Schon seit Jahren. Der ist total auf Sicherheit bedacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Bewusstlos, nicht ansprechbar. Sie sind jetzt dazugekommen, oder? Ich habe den so gesehen am Fenster. Ich habe geklopft, alles die Fenster. Ja, okay. Wir schauen erstmal. Also die Feuerwehr ist ja jetzt oben, ne, und holt sie runter. Ja, ihr müsst ihn runterholen. Wir sind jetzt oben. Weg da schon eine halbe Stunde. Primär ist es natürlich sehr gefährlich, im Seil zu hängen, weil das Blut dann in den Beinen versagt. Die Muskelpumpe funktioniert ja nicht. Die Person war bewusstlos und es verfolgt keinen Rückstrom mehr zum Herzen. Es kommt natürlich dann zu einer Unterversorgung der beteiligten Organe, sodass es auch zu einer Bewusstlosigkeit kommen kann. Ich bin noch in der dritten Etage gefahren. Da ist ein Shooting. Vielleicht haben die irgendwas gesehen. Ich habe den einfach nur da hängen sehen. Also wichtig ist, dass wir ihn jetzt erstmal runterkriegen, ne? Dass wir erstmal runterkriegen und dass die Feuerwehr da oben mit der Höhenrettung da einfach ihn jetzt abseilt und dass wir uns jetzt erstmal um ihn kümmern können, ja? Oh, halbe Stunde ist schon halbe Stunde lang, ist lang, ja. Gemeinsam mit dem Mitarbeiter des Fensterputzers bereitet das Spezialteam die gefährliche Rettung vor. Dabei fällt ihnen ein entscheidendes, aber mysteriöses Detail auf. Die Ausrüstung des Mannes wurde offensichtlich manipuliert. Das Sicherungsseil sieht aus wie, ja, ich würde sagen, das ist angeschnitten. Das andere Seil sieht auch nicht mehr so gut aus. Also er hängt nur noch an einem Seil, ne? Okay. Wir haben die Polizei verständigt, weil wir eine Vermutung haben, dass an einem Seil manipuliert wurde. Man konnte definitiv an einem Seil sehen, dass es eventuell abgeschnitten wurde. Also einen geraden Schnitt am Seil und nicht abgerissen halt. Sahen die Seile vorher schon so aus? Ich habe auf der anderen Seite vom Gebäude gearbeitet. Ich bin hier hochgekommen und ich habe das so gesehen. Ich wollte einfach nur helfen, hinterherklettern. Ja. Jetzt gar nichts machen. Ja, eventuell den Kollegen, wenn sie irgendwie was haben, zur Hand gehen. Die sagen ihnen aber explizit, wenn sie was machen sollen. Ja, ansonsten stell ich mich einfach ganz ruhig bleiben. Ja, wir kriegen das hin. Frau Doktor, der scheint auch hier einen leichten Cut zu haben. Gucken wir mal. Siehst du irgendwas schon? Ja, siehst du. Guck mal oben links an den Stirn. Kann natürlich auch bewusstlos sein, weil er da irgendwie gegengeschlagen ist. Ja, ja. Muss man mal gucken. Aber er reagiert ja gar nicht. Er reagiert ja nichts mehr. Wir haben da leider keinen Einfluss drauf, meine Damen. Die Feuerwehr muss nach oben erstmal das Seil sichern. Und dementsprechend können sie erst den Herrn wieder abseilen. Ich bin ja jetzt erstmal. Ich habe da echt keine Geduld für, ehrlich nicht. Ich weiß, aber wir können nichts machen. Ja, verstehe das schon. Das geht überhaupt nicht. Wie konnte das passieren? Ich verstehe das ganz nicht. Mein armer Mann! Ganz ruhig bleiben, okay. Ganz ruhig bleiben. Wir tun jetzt alles und wieder oben, ne? Die Höhenretter verwenden spezielle Abseilungssysteme. So können sie verletzte Personen zusätzlich sichern.
Doch auch wenn das Leben des Verletzten in Gefahr ist, hat die Eigensicherung oberste Priorität. Dann mach dir die Expressschläge schon mal vorne fertig, dass du den ja gleich direkt übernehmen kannst. Ja. Dann kannst du einmal kurze Rückmeldung geben, was mit ihm ist, dann kann ich das nach unten weitermelden. Ja, so machen wir das. Okay. Also, wir ziehen das jetzt an. Wenn das, wenn da Spannung im Seil ist, steigst du über, ja, und dann geht weiter. Die Absprache unter den Rettern ist überlebenswichtig. Du bist soweit? Ja, Sicherung steht. Sicherung steht, Arbeitsseil auch. Okay, ich steig über. Okay, bin an der Kante. Ja, und langsam abwärts. Lass uns steigen, ja? Ja. 7 bis 8 Meter. Die Ehefrau des Verletzten ist höchst angespannt. Hoffentlich kommt der da lebend wieder raus. Ja, klar, das wird schon. Noch 1,5 Meter. 50 Zentimeter. Langsam, langsam. 10 Zentimeter. Stopp. Abschnittsleiter, Höhenrettung gehört. Der Patient ist bewusstlos. Ich übernehme ihn und rette ihn. Kommen. Bewusstloser Patient wird übernommen und gerettet. Ist verstanden. Jetzt beginnt der gefährlichste Teil der Rettung. Der Fensterputzer muss an dem Höhenretter gesichert werden. Danach wird seine eigene Sicherung gelöst. So, Abschnittsleiter, Höhenrettung von Retter kommen. Der hört. Verstanden. Das gespannte Sicherungsseil macht die Aktion gefährlich. Oh, oh Gott. Zentimeter für Zentimeter arbeitet sich der Retter mit dem an ihm befestigten Fensterputzer hinunter. Der Mann hängt seit mehr als 35 Minuten bewusstlos im Gurtsystem. Noch weiß niemand um die Folgen. Dr. Silke Konrad und ihr Team sind sofort bei dem Patienten. Können wir ihn direkt auf Moment, die Fahrt? Wir legen ihn drauf. Oh, ein Meter langsam. Schatz, Liebling. So, pass auf. Können wir nicht direkt auf die Trage? Ja, er fährt nicht mehr runter. Rauskommt, Stand, ihr könnt nachgeben. Komm, mach mal Oberkörper hoch. Okay. Hoch mit dem Oberkörper. Hoch. Okay. Ausbinden, ne? Vorsicht. Hallo, können Sie mich hören? Hallo? Hallo? Ich bin die Notärztin. Können Sie mich so hören? Hallo? Oh, Patient mach ist frei. Ein bisschen die Augen auf. Puls, hältst du? Kasper? Ja, ich hab wohl die Ziffling. Ist relativ schnell. Ziffling ist im Rucksack. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Ich halten. Hol dir mal schon mal einen Stiffneck, bitte. Ja, ich halte. Kommt, ist in Arbeit. Gut. Alles gut. Hören Sie mich? Er macht die Augen auf, ja? Hallo? Macht die Augen auf? Können Sie an irgendwas erinnern? So, Stiffneck. Hallo? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Nicht bewegen im Moment. So, ist er beim so Bewusstsein. Ist er weiter? Hallo, junger Mann. Ja, komm, sag ich ja. Hallo, er kommt zu sich, ja. Ja. Können Sie mir sagen, Stephen, wie Sie Kiel heißen? Ist irgendwas perfekt sagen? Wie heißen Sie? Okay. Okay, hinten am Kopf. Wissen Sie denn was? Du, pass mal, wir tun den jetzt erstmal hoch. Erstmal ich hab keinen Hunger. Ist mir ein bisschen zu kalt hier. Das ja, jetzt holen wir den vom Boden runter. Ja, erstmal runter und auf die Straße rauf. So. Lass uns einen Moment ein bisschen hier arbeiten, ja? Einen Moment. Wir können gleich zu ihr. So. Pass mal auf. Warte, 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 warte. Warte, wir müssen jetzt so, mal von wir der legen Sie jetzt erstmal auf die Frage, ja? Und dann bringen wir Sie erstmal in das Auto. Damit Sie mal wieder warm werden. Gut hier? Okay. Habt ihr? Nein, nein, warte. Was? Okay. Habt ihr alle? Auf drei. 1, 2, 3. Der Patient war primär erstmal initial bewusstlos. Er ist dann langsam, nachdem er dann halt aus dem Geschirr befreit worden ist, aufgeklärt. Die Bewusstlosigkeit ist höchstwahrscheinlich durch das lange Hängen an diesem Seil hervorgerufen worden. Da das Seil offensichtlich manipuliert wurde, wird die Polizei hinzugezogen. Diese muss klären, ob der Mann Opfer eines Anschlags wurde. Ist der Zugang und alles im Auto? Machen wir alles drin. Das ist mir zu kalt hier draußen. Wir fahren direkt rein, ja? So, Moment. So, wir bringen Sie jetzt erstmal hin. Ja. Nee. Ich habe am Hinterkopf nichts gehabt. Nicht ne? Okay. Wir schauen auf, wir packen gleich aus und dann komm, fahren wir noch. Komm, mal drauf. Bitte, so, wenn es da ist. Können Sie an irgendein, an nichts erinnern?
was passiert ist. Wissen Sie, was denn heute für ein Tag ist? Gebe ich dir. Ja, das stimmt. Tut Ihnen noch irgendwas weh im Moment? Können Sie schon mal was sagen? Über den Rippen, an den Armen und Beinen im Moment irgendwas? Okay. Sehr gut noch. Gar nichts. Okay, nur die Rippen, da gucken wir gleich. Einsatzleiter Sergei Kaiser informiert Klaus Wiebel und Jule Polanski über die bisherigen Erkenntnisse. Das haben wir das Seil, das ist das? Genau, das ist das Seil. Ja. Das sieht aus, als ob da sich einer dran zu schaffen gemacht hat. Und das zweite Seil, in dem wir noch hingen, das haben wir jetzt durchgeschnitten. Ja. Aber wenn ihr euch das genau anseht, da wo es jetzt gekappt ist, ein glatter Schnitt jetzt von jetzt, aber auch das Seil war im oberen Bereich schon manipuliert. Generell ruft uns die Leitstelle der Feuerwehr immer hinzu, wenn es unklare Sachlagen gibt. Das war in diesem Fall auch der Fall. Wir haben vom Feuerwehreinsatzleiter erfahren, was passiert ist. Und dann ist das Aufgabe der Polizei, da weiter zu ermitteln. Gut, wir versorgen ihn jetzt. Bevor ihr losfahrt, würde ich noch mal ganz gern mit ihm, wenn das in Ordnung ist, kurz ein paar Worte reden. Sagt der Ärztin Bescheid. Personalien, habt ihr schon irgendwas von ihm? Er hat eben schon mal seinen Namen gesagt. Okay, ich komme gleich noch mal zu euch. Ja, ja. Also, Sie sind hergekommen. Und haben Sie ihn dann schon hängen sehen oder haben Sie ihn auch fallen sehen? Oder nein, ist alles gar nichts. Genau, also ich wollte ganz normal anfangen zu arbeiten. Da habe ich ihn schon vom Fenster baumeln sehen. Ja. Habe dann auch ans Fenster geklopft und so weiter. Drin? Ich dachte, Sie waren vom Parkplatz. Okay, von innen drin. Nee, von innen drin. Ich wollte anfangen zu arbeiten. Dann habe ich geklopft und alles, weil die verdammten Fenster nicht aufgingen. Der hat überhaupt gar nicht reagiert. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das überhaupt passieren konnte. Ja. Aber Sie können ja vielleicht mal in der dritten Etage fragen, weil da haben wir ein Shooting gehabt. Ich kann mir das nicht erklären. Mhm. Okay. Helena auch nicht, also. Nee. Gut, die beide waren in dem besagten Büro. Ich war in dem Büro. Ich habe ihn vorgefunden, also besser gesagt, ich habe ihn halt aus dem Fenster baumeln sehen und dabei gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Und, und Sie haben gar nichts gesehen? Wie war Ihre Rolle? Wo waren Sie? Ich habe die Fenster auf der anderen Seite, aber von innen geputzt. Und dann kam sie und sagte, dass mein Mann da Glück ist. Sie sind die Frau? Ach, okay. Ja, das wusste ich jetzt. Entschuldigung, das wusste ich jetzt nicht. Sie sind wer? Ich bin der Tobias. Der Auszubildende. Der Markus, mein Meister. Wir haben uns aufgeteilt und ich habe auf der anderen Seite gearbeitet. Ja. Und dann komme ich aufs Dach und dann sehe ich das Seil da abgetrennt oder was. Und ich wollte einfach hinterherklettern. Das hier? Ja. Wie passiert das denn? Die reißen doch nicht die Dinger. Wie passiert das? Das wollen wir ja gerade aufklären. Also die Frage, ist es ein altes Seil? Ist das eventuell beschädigt gewesen? Oder hat einer manipuliert? Das ist für uns die Frage. Wir prüfen das, die Ausrüstung. Arbeitsunfall oder möglicherweise. Also die Seile waren in Ordnung, bevor sie angefangen haben zu arbeiten. Ja, wir prüfen die immer, bevor wir das machen. Also wir haben das auch zusammen überprüft. Sie können uns jetzt auch wirklich sagen, alle Seile, mit denen Sie gearbeitet haben, war nichts dran. Ja, natürlich. Ich bin jetzt im ersten Jahr. Der Markus zeigt mir das immer noch. Ja. Okay, gut. Haben Sie einen Personalausweis? Ja, also der würde ich gerne sehen. Er ist Industriekletterer vom Beruf her. Sicherheit geht bei ihm über alles. Ich habe mir die ersten Jahre totale Sorgen gemacht, aber mein Mann ist echt Sicherheitsfanatiker. Der würde nie, ohne dass er ein Seil vorher kontrolliert hat, in solchen Höhen unterwegs sein. Das tut er mir nicht an. Das hatten wir hier auch noch alles klar, danke. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Und wir gehen in den dritten Stock, ob da jemand was mitgekriegt hat. Da ist ein Shooting. Ja, genau. Zeugen suchen. Ja. Gut, frei belüftet die Lunge. Ja, jetzt gucken wir mal hier, setzt eine Prellmarke. Das tut Ihnen weh hier. Okay. Ja. Hier aber nicht. Hier auf dem Brustbein. Hier auch nicht. Und auf der Seite auch nicht. Da? So. Ist auch noch eine Prellmarke. Okay. Im Prinzip sind die Verletzungen nicht so schwerwiegend gewesen. Es kann natürlich sein, dass er mit dem Kopf irgendwo gegen das Haus oder die Hauswand geprallt ist, dass er sich da die Verletzungen zugezogen hat. Genauso, das gilt für die Rippenprellungen oder Rippenfrakturen, was dann natürlich im Krankenhaus noch ausgeschlossen werden sollte. Im dritten Stock des Gebäudes findet ein Fotoshooting statt. Hier treffen Klaus Wiebel und Jule Polanski auf die Models und damit mögliche Zeugen. Sie verzeihen die Störung. Wir haben hier einen kleinen Betriebsunfall gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Nee. Ein Fensterputzer, ein Glasreiniger. Der ist hier nicht abgestürzt, aber fast abgestürzt. Oh, echt? Wie lange sind Sie denn hier schon im Raum? Mehrere Stunden. Also dann müssen Sie es eigentlich mitgekriegt haben. Zwischendurch. Ja, wir haben den Fensterputzer haben wir schon gesehen. Voll ekelhaft, der hat uns total bespannt. Was ist denn hier schon wieder los? Was, das heißt was? Ihr sollt die Klappe jetzt halten, wir drehen. Hallo? Ja, Entschuldigung, wir haben polizeiliche Maßnahmen hier. Ja, wir hatten hier einen Unglücksfall draußen. Hier ist ein Fensterputzer beinahe vom Fenster abgestürzt bei seiner Arbeit. Sein Sicherheitsseil halt gerade noch gehalten. Und jetzt wollten wir uns natürlich erstmal hier eine Lage überschaffen, ob Sie was davon mitbekommen haben.
Und ich habe nichts mitbekommen. Ne? Also, Entschuldigung, Sie beide haben ihn gesehen hier am Fenster, ja? Ja, ist das aber richtig? Fahrer. Ja, wir haben am Fenster und er hat uns bespannt. Ja. Wir bereiten uns hier für ein Shooting vor. Also, ja. Wir haben auch gar keine Zeit hier. Ganz ja, Sie haben Fenster gerade von gucken. Gespannt geredet. Also, ja, der hat uns total bespannt. Richtig ekelhafter Typ was war das. Was heißt das? Geguckt, zugeguckt. Ja, geguckt und er hat uns hier auch gefilmt mit dem Handy. Ah, also, wo okay. Wir uns hier umgezogen haben. Richtig ekelhaft war der Typ. Ja. Verstehe. Ja. Ich möchte gerne mal von Ihnen beiden den Personalausweis haben, bitte sehr. Okay. Haben Sie von uns was mitbekommen? Wer sind Sie? Bin ich bin Michel. Paul Becker, ich bin der Freund von Viola und Manager der beiden Frauen hier. Okay. Ja, vielen Dank. Und Sie haben heute ein Shooting schon den ganzen Tag hier? Ja, und wir sind doch unter Zeitdruck. Der Fotograf wartet. Haben aber gar nichts mitbekommen, ich habe nichts mitbekommen, ne. Also, ich bin nur hier, um die abzuholen, weil die schon wieder am Quatschen sind hier die ganze Zeit. Ja, also Sie haben von der Aktion draußen nochmal die Frage. Ich habe nichts mitbekommen. Kein Fensterputzer gesehen, nichts Ungewöhnliches bemerkt. Okay, gut. Halten Sie sich bitte noch einen Moment zur Verfügung. Eventuell haben wir noch Fragen an Sie, ja? Vielen Dank. Die Information bezüglich des Handyvideos war natürlich der nächste Aufgabenpunkt auf unserem Zettel, dem wir nachgehen müssen. Heißt also, wir haben versucht, dieses Handy zu finden, um möglicherweise Beweismittel auf diesem Handy zu sichern. Jule Polanski befragt den Verletzten zu seinem Telefon. Der Fensterputzer erklärt, dass es ihm aus der Hand gefallen sei. Die Beamten finden das Handy unterhalb der Unfallstelle. Jetzt klärt sich, ob der Mann tatsächlich die Models belästigt hat. Da sehen wir auch schon was. Ja. Und? Bestätigen sich die Aussagen? Also ich muss ja jetzt sagen, wie spannend sieht das nicht aus, weil die Mädels tanzen da, heben ihre T-Shirts, wackeln mit den Brüsten. Das fasse ich ja jetzt nicht. Die freuen und das sich, sich da eben echt zugetragen, ja. Oder was? Warten Sie mal kurz. Und das da hat er gefilmt. Noch, warten Sie mal kurz, da kommt noch jemand dazu. Das ist so schlecht aufgenommen. Eventuell der Manager, den wir immer kennengelernt haben. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Der sieht aber sauer aus. Der ist aggro, ja. Der hat doch gerade gesagt, dass er den gar nicht gesehen hat. Das stimmt, den müssen wir uns nochmal vornehmen. Ja, also den auf jeden Fall. Das Handy stecke ich mir erstmal ein, weil es jetzt erstmal Beweismittel für uns. Das okay, nehmen wir mit. Okay. Das ist jetzt erstmal gut. Ich bin jetzt erstmal sprachlos. Ja. Ich denke mal, ich sage dazu jetzt erstmal nichts, aber ich denke mal, Ihr Mann wollte damit nichts Böses. Also wie gespannt war das nicht, die Mädels haben da getanzt und Hula und T-Shirts hoch und. Also von bespannen und pikiert sein sah das überhaupt nicht aus. Also ein gegenseitiges Lustende. Ja, genau. Mehr oder weniger. So ungefähr. Ach, das sind die Mädels. Ja. Ihr Manager, den wir gerade kennengelernt haben oben. Wo finden wir den? Ist der noch im Haus? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, der wird noch oben sein. Ja. Und Ihre Aussage von vorhin wollen Sie noch mal revidieren? Nee, was meinen Sie? Bezüglich der Fotos, Videos, was da oben gedreht wurde von dem Herrn, der hier den Unfall hatte? Danke. Nee. Also wir haben nichts mitbekommen. Wir haben geshootet, wir können uns auch nicht auf andere Sachen konzentrieren. Wir mussten uns da jetzt umziehen und die Klamotten aufwechseln. Ich darf Sie mal ganz kurz belehren, ja? Sie sind möglicherweise Zeuge einer Straftat geworden und haben demzufolge auch die Wahrheit zu sagen. Ansonsten machen Sie sich strafbar. Das möchte ich Ihnen nur ganz kurz sagen. Ja, ich sag die Wahrheit. Ja, Sie haben uns auch erzählt, er hätte Sie bespannt. Ja, er hat uns bespannt und gefilmt, natürlich, das ist so gewesen. Ja gut, aber auf dem Video sieht das ein bisschen aus, als wäre das eine gegenseitige Also so wie Geschichte Sie da vor dem Fenster tanzen, das T-Shirt hochnehmen, ihm Kuss mit dazu werfen, muss ich ehrlich sagen, so würde ich als Frau nicht reagieren, wenn ich jemanden sehe, der vor meinem Fenster steht und mich gerade filmt. Wir haben dann festgestellt, dass die ganze Geschichte ein Spaß gewesen ist mit dem Video, dass hier also keine krankhaften sexuellen Fantasien eine Rolle spielten, sondern dass es tatsächlich eine Spaßgeschichte gewesen ist. Es war doch nur zum Spaß. Sekunde, Sie bleiben noch mal. Wohin? Nee. Was war das? So, jetzt reicht's, jetzt ist gut, ja? Also, komm, ich hab nichts gemacht. Gemacht, ja? Okay. So, bleib mal so stehen. Ich sag gar nichts. Wissen Sie, wer da abgestürzt ist? Nein, da oben. Sammelst du das Ding mal auf? Hast ich halte ihn so lange, ja. Während wir mit den beiden Mädels gesprochen haben, ist deren Manager aus dem Ausgang gekommen und als er uns gesehen hat, hat er versucht zu flüchten. Er hat einen Gegenstand weggeworfen. Wir konnten ihn dann festhalten und fixieren. Wir haben ihm Handfesseln angelegt und haben festgestellt, das, was er weggeworfen hat, war ein Teppichmesser. So, zur Sache selbst brauchen Sie nichts zu sagen. Ich setze das mal fort. Sie geben uns Ihre Personalien, die haben wir. Sie dürfen sich da gerne hinsetzen.
Die Personalien haben wir. Die werden verdächtigt, eine Straftat begangen zu haben, eine Körperverletzung, möglicherweise eine gefährliche Körperverletzung. Alles Weitere wird die Kriminalpolizei klären. Okay, verstanden bis hierhin? Wie gesagt, Sie brauchen sich zum Tatvorwurf. Wollen Sie zu dem Video noch mal was sagen, wo Sie angeblich nicht drauf sind und nichts gesehen haben, was da oben vorgegangen ist? Nichts Video. Von dem Fensterputzer? Nichts? Brauchen Sie auch nicht. Ja, das waren zwei Seile. Und ich habe gedacht, ein Seil reicht und der Vogel hängt da einfach nur ein bisschen rum, aber ich wollte ihn nicht. Was? Den Vogel, du Arschloch! Du hast meinen Sohn! Nehmen Sie die Tatsache! Er hat die Tat zugegeben, er hat uns erzählt, dass er das gemacht hätte, weil er ärgerlich gewesen ist aufgrund der Situation mit den beiden Mädels und mit den Videofotos und aufgrund dessen mit diesem Teppichmesser ein Seil durchschnitten hat. Du hast dafür gesorgt, dass die Seile von meinem Mann durchschnitten. Ich wollte ihn doch nicht umbringen! Nee, was wolltest du denn? Ich hab nur ein Seil! Ausgegangen wegen dir! Es ist gut, es ist gut. Auf den jungen Mann kommt eine Strafanzeige in der Form zu, dass er sich verantworten muss wegen gefährlicher Körperverletzung und möglicherweise auch wegen des Versuches eines Tötungsdeliktes. Das wird aber die Staatsanwaltschaft entscheiden. Wir werden das so aufschreiben, wie wir das hier ermittelt haben. Aber möglicherweise ein versuchtes Tötungsdelikt. Und dafür wird er sich zu verantworten haben. Der beinahe abgestürzte Fensterputzer hat sich von seinen Verletzungen mittlerweile erholt und kann wieder ganz normal seiner Arbeit nachgehen. Seit diesem Vorfall lässt er sich nicht mehr so leicht von seiner Arbeit ablenken.